Die Raiffeisenbank Wattens hat gerufen und zahlreiche Mitglieder kommen auch heuer wieder zum traditionellen Mitgliederausflug. Kein Wunder, die Raiffeisenbank Wattens bietet einmal mehr ein äußerst interessantes und abwechslungsreiches Programm mit einigen Highlights. Wobei das erste davon richtig high ist, die Highline 179 Bayreuthe. Die längste Fußgängerhängeseilbrücke der Welt verbindet die Festung Ehrenberg mit dem Fort Claudia. 406 Meter lang ist Mut gefragt. Danach heißt es, fürs Erinnerungsfoto bitte lächeln. Bevor es einmal mehr hoch hinausgeht, die Zugspitzbahn ruft. Von Ehrwald aus geht es 1725 Meter nach oben auf die Zugspitz. Das Wetter im Tal mit Nebel und Wolken lässt kaum auf eine gute Aussicht hoffen. Bis zu dem Moment, in dem die Bahn die Wolkendecke durchbricht und die Mitglieder der Raiffeisenbank Wattens strahlender Sonnenschein und ein Wolkenbett Deluxe erwartet. Die Wolkendecke bietet eine ganz eigene Kulisse. Der Blick vom Gipfel ist atemberaubend. Die Teilnehmer der Tour sind begeistert. Sehr schöner Ausflug, was ich sonst noch nie erlebt hätte. Ich muss sagen, der Mitgliederausflug heuer ist wieder total lässig. Wir waren jetzt erst auf der Highline 171. Ich glaube, Highline ist ja ein Highlight für die meisten gewesen. Die mehreren von unseren Kunden waren, auch die Mitarbeiter waren noch nicht da. Und es hat alle gut gefallen. Es ist ein bisschen der Wind gegangen, es hat ein bisschen genackelt. Ich glaube, das war okay. Danach jetzt die nächste Herausforderung da auch auf die Zugspitze. Ich glaube, das hat die Leute auch gut gefallen. Unten ein Nebelmeer auf 2800 Meter. Auf einmal kommen wir in die Sonne raus und kommen da auf die lässige Station her. Ich glaube, das gefällt die Leute auch gut. Jetzt haben wir eine super Stimmung drin noch beim Oktoberfest. Die Leute tanzen, sie haben schon alle gegessen. Ein paar liegen da auf der Terrasse, denen was zu laut ist. Ich glaube, rundum bis jetzt eine gute Veranstaltung und ich glaube, dass die Leute das alle gut gefällt. Dass es den Leuten gut gefällt, ist offensichtlich. Auf der Tanzfläche genauso wie an den Bierbänken. Die Stimmung ist großartig, es wird geschunkelt, geklatscht und auch das eine oder andere Bier genossen. Ein echtes Oktoberfest auf über 2900 Metern Höhe. Angefangen heute mit dem Ausflug mit der Hängebrücke, das war ja sensationell, dass wir da drüber gehen haben können. Dann mit der Bahnauer, was mir ja nicht Selbstverständlichkeit ist, dass man da auch rauskommt. Ich war das erste Mal herum und herum die Stimmung mit dem Romantiker Express da herum sensationell. Die Leute gefällt es. Ich möchte mich im Namen der Mitglieder recht herzlich bei der Reike bedanken. Ja, total nett, gute Stimmung. Alles Leute, was wir kennen und total nett, gell? Ja, also hat es sehr gut gefallen, so ähnlich wie jedes Jahr. Es ist immer nett, das Beisammenkommen von vielen netten Leuten. Ich möchte der Raiffeisenkasse danken für den Ausflug. Wir sind immer zufrieden gewesen mit der Reika. Ich bin bis heute Mitglied, also von 39 bis 2015. Und werde es weiterbleiben, solange wir es noch erleben. Mit der Zugspitzbahn geht es schließlich wieder spektakulär durch das Wolkenmeer zurück ins Tal. Zeit für einen ersten Rückblick. Ich muss sagen, danke an die Geschäftsführung und deren Mitarbeiter. Die Organisation, die Ausführung, die Kulinarik und was alles sonst noch dran war, war einmalig und nicht mehr zu toppen. Bitte um Wiederholung. Ein klarer Auftrag für die Raiffeisenbank Wattens.